wie gut das Licht funktioniert. Ja, Hammer. Das ist hammergeil. Studio ist fertig, Models sind ready, Gear packe ich gleich noch zusammen, denn heute ist ein neues Brand-Shooting für Déjà-vu Clothing. Wir shooten heute im Studio, ich bin sehr zuversichtlich, das wird wieder hammergeil, denn wir haben wieder mal viel zu tun. Wir haben Hoodies, wir haben Shirts, heute ist Komplettpaket, halt Bilder für Website, für Insta und so weiter und so fort. Wir haben es jetzt 16:30, den ganzen Rest erkläre ich euch dann einfach da. Ich habe jetzt auch gar nicht lange Zeit, weil mein Zug kommt jetzt gleich und den muss ich nehmen, weil sonst komme ich zu spät. Deshalb, wir fahren jetzt einfach los, let's go. Oh, na, weiß ich nicht, wie viel laufen. Jankenkombi, Entschuldigung. Der Herr Noja kommt mal wieder zu spät, mal wieder der pünktliche Boss heute wieder. War jetzt einfach noch die anderen, denn wird erstmal nicht aufgebaut. Und natürlich muss es regnen. Es geht natürlich, es muss da regnen. Ich denke, die kommen gleich. Und ich denke, die sind nicht doof, Alter. Hä? Bin überpünktlich. Ja. Ist jetzt doof? Ja, gut gemacht. Ah, ja, perfekt. Ja, finde ich wieder super, ne? Das hier ist toll. Ich glaube, das ist nicht so eine automatische, dass ich die Cops rufen will. Ja, ist nicht so, dass wir schon seit 15 Minuten rein könnten, oder? Ja, ich habe auf euch gewartet, weil ihr weiter so. Hä, ja, wir waren pünktlich, oder? Ja, jetzt aber. Oh, 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 er hat's doch hinbekommen. Ja. Wow. Boah, das sieht ja auch wild aus. Ja, wie gut das Licht funktioniert. Bist du zufrieden, Julian? Ich bin sehr zufrieden. Also für den Preis. Was hast du gezahlt? Darüber spreche ich nicht. Auf jeden Fall nur über dich. Genau, ja. Plan ist eigentlich relativ die zwei und dann einmal tauschen, also quasi grüner Boss. Ja, und dann noch einmal weiß und einmal schwarz. Alter, die übelste Creep-Beleuchtung. Wollte ich jetzt sagen. Stimmt, für die Geeks. Wir haben Asim 3, 1635 R4. Vorsichtshalber, ich habe gedacht, warum nicht mitnehmen? 2875, 2.8. Für den einen oder anderen Gimmelshot noch ein Rebel S. Benutze ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber lieber mitnehmen. Ja, die Auslöser und so sind alles von hier. Da in dem Game bin ich noch nicht so krass drin. Bist du zufrieden mit den Bildern, die du gemacht hast? Ja, der Pulli ist richtig weich. Also von innen, er ist richtig, wirklich weich. Und ich werde die Shirts und so. Komm mal mit, Alter, komm mal mit. Kinder, lernt auf jeden Fall das Bügeln. Jetzt wird hier schön gebügelt. Das war's, wa? Alles schön wieder aufgeräumt. Perfekt. Ja. Also, ich sag's mal so, ich bin zwei. So, das alles eingepackt. Ich weiß gar nicht, wo jetzt alle hin ist. Dann gehen wir alle auskalten.
Okay, Shooting ist jetzt dann. Ich fahre zu Hause, wir haben es jetzt 21:20. Ich fahre jetzt schon nach Hause, edite die ersten Sachen schon hinzu. Edite auch zu Hause denn schon die Bilder eigentlich fast gut wie fertig, dass die Sachen noch gleich rausgehen können. So ist der Plan. Machen wir geil. Ich bedanke mich nochmal sehr bei Noja fürs Film. Ich bedanke mich bei Naomi und bei Andy fürs Model. Sehr korrekt von euch. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Genau. Wir haben den nächsten Tag. Ich habe letzte Nacht noch die Bilder fertig gemacht, damit die eben schnell rauskommen. Und da wollte ich euch einfach noch mal ein paar zeigen, was wir gestern so für Shots gekriegt haben. Also hauptsächlich ging es ja einfach nur um Produktfotos für Website, Instagram und so weiter. Habe ich ja alles schon erklärt. Wie ihr jetzt sehen könnt, das war jetzt so das Hauptsetup, sage ich jetzt mal. Also rechts oben die große Softbox, sag ich schon. Wir hatten rechts oben den großen Blitz. Dann hatten wir jetzt, was ihr jetzt links seht, quasi so eine kleine Softbox gewesen. Die hatte ich aber relativ in der Mitte. Eben, dass von vorne noch mal ein bisschen was kommt. Und dann hatte ich ganz links noch mal einen Blitz, dass eben der Schatten so maximal minimiert wird. Ich habe mir das so angewöhnt, dass ich quasi drei Ansichten mache. Ich mache Front, Side und Back. Deswegen hier zum Beispiel jetzt mal ein kleines Beispiel. Das, also so ist da zum Beispiel ein Frontbild, dass man vorne zeigt, wie es vorne aussieht. Jetzt am Beispiel des Hoodies. Dann eben eine Seitenansicht. Zum Beispiel das jetzt als Seitenansicht. Damit man eben sieht, ob das hinten zum Beispiel gecroppt ist mehr. Ja, ihr wisst eigentlich, wie es gemeint ist. Deswegen brauche ich das gar nicht erklären. Und eben nochmal Rückenansicht. Ah, perfekt. Vorne habe ich keinen Rücken. Ja, super. Genau, dann nochmal für Annie nochmal genau dasselbe. Einmal Full Outfit, dann nochmal relativ Porträt 4x5 und natürlich dürfen die Detail-Shots nicht fehlen, was ganz besonders bei dem Hoodie war, eben das ist Tag eben an der Kapuze, dann Back-Ansicht, dann haben wir eben getauscht, dann hat Andy einen braunen Pulli gekriegt und Naomi den lila-weißen. Andy und Naomi haben einen extrem guten Job gemacht, super gut gemacht, also kann ich mich gar nicht beschweren. Genau, hier nochmal getauscht. Naomi haben wir dann auch nochmal die Jeans bei ihr getauscht, weil das Beige hat mit, also ich finde persönlich, das Beige hat dann nicht mit dem lila-weiß so gematcht, sage ich einfach mal. Dann auch mal zum Beispiel ein bisschen mehr von oben gemacht, einfach nochmal ein bisschen variiert. Hier nochmal ein Porträt gemacht. Dann habe ich auch, ich sag mal, da haben wir ein paar Creative-Sachen gemacht. Auch Hammer, also wirklich hammergeil, feiere ich mega. Genau, dann zum Beispiel auch der, finde ich auch hammergeil. Ja, zum Schluss haben wir eben dann noch die zwei T-Shirts gemacht, einmal weiß und einmal schwarz. Genau dasselbe Prinzip, muss ich jetzt nicht viel sagen. Genau, dann einfach nochmal Detail-Shots gemacht von den T-Shirts und so weiter. Am Ende, ach ne, hier sind nochmal mit den T-Shirts, ich habe, oh ja. Ich würde schon fast sagen, dass es meine Favorite Shots sind. Also die sind schon hammerstark. Und dann eben am Ende nochmal die ganz normalen Product Shots gemacht. Aufgehangen an Kleiderständer. Zum Beispiel nochmal hier nochmal ein Detail von dem Hoodie mit dem Tag. Die eben die klassischen Produktbilder, die man halt so kennt. Also ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, eigentlich gibt es ja jetzt nicht mehr so viel hinzuzufügen. Checkt auf jeden Fall Déjà-vu ab. Website und Instagram ist unten verlinkt, genauso wie bei Naomi, bei Andy und bei Noja. Danke nochmal Noja ans Film. Andy und Noja, super Job gemacht. Lasst auf jeden Fall bei allen unten Instagram, lasst da Liebe da. Würde ich sagen, war's das mit dem Video. Hoffe, hat es euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.